ob wir Fußball interessiert sind. Ja, klar. Ach so, und also, ganz viele Leute fragen, ob der Twitter-Account @bench_alchemy eigentlich der richtige Benny ist, weil da noch nie was passiert ist. Ja, ist der richtige, aber der ja, genau, wird noch aufbewahrt. Ich bin noch nicht so aktiv. Genau. Noch nicht so ganz Deines Baby. Die... Aber ich hab bald schon 1000 Follower, vielleicht tweete ich da mal was. Genau. Wahrscheinlich wird der Evich Slaymaster im Battle. Ja, das stimmt. Da ist leider was dran. Könnte dran sein. Wir hatten aber auch in der ersten, wir wollen ja mehrere Staffeln machen, immer A10 Battles. Und die erste läuft ja gerade. Und da haben wir echt die Spiele schlecht ausgewählt. Da haben wir uns vorher nicht so drum gekümmert. Da hat der Evich, nächstes Mal müssen wir nur Spiele nehmen, wo wir wissen, der Evich hat die noch nie gesehen. Das wird aber schwer. Da müssen wir quasi so ganz ausgefallene Spiele nehmen. Irgendwelchen krassen japanischen Scheiß, den überhaupt kein Mensch kennt. Müssen wir echt machen, ja. Ja, oder Rennspiele. In das Rennspielen stimmt. Ist der Erik ja. nicht der Beste. Nächstes Mal das muss man wirklich sagen. Da kommt auch heute noch eine Folge Battle, genau. Das fragen ganz viele. Die Vivienne schreibt gerade, dass sie jetzt auch Chemie-Leistungskurs gewählt hat. Da bin ich natürlich sehr stolz drauf. Also was heißt Schuld? Ich weiß es nicht, ob ich jetzt insgesamt... Also ich glaube, sie wollte einfach mal hören, wie ich das finde, weil der Chemieleistungskurs ist jetzt nicht ein Fach, was ja so viele wählen. Also es ist immer außergewöhnlich. Man liest sowas dann auch nicht so oft. Auch hier, sehr interessant, obergeile Frage. Was haltet ihr eigentlich von dem Vampir- und Werwolf-Hype? Ja, es kommt ja immer, es gibt gute und schlechte Serien und Bücher dazu, ne? Ja, aber also... Wollen wir mit dem Schlechten anfangen? Ich muss gerade überlegen, also fallen ganz wenig gute Beispiele ein. Also so aus meiner Perspektive. Bis jetzt. Obwohl Blade fand ich ganz interessant. Spontan auch keinen, um ehrlich zu sein. Ja. Aber auch nur die ersten Teile. Also der Underworld fand ich gar nicht so schlecht, bis den ersten Teil. Ja, das stimmt. Der war auch ganz okay. Auch an sich. Halt komisch gewesen, als dann diese ganze Vampir-Werwolfs-Dinger durch Twilight plötzlich so romantisiert wurden, ne? Und alles plötzlich so ganz immer so romantisch in Liebesgeschichten wie. War ja vorher ein ganz anderes Genre. Wenn es dabei dann geblieben wäre, so bei ein, zwei Filmen in der Richtung. Nee, es wurde ja direkt kopiert von allen möglichen Leuten. Es gab ja auch zig Serien. Benny soll mal Citron-Play grüßen. Guck mal die. Hallo. Der Luki ist auch gerade mal vorbeigeschneit hier, habe ich gerade gesehen. Achso, kennt ihr K-Pop? Ja, wir kennen K-Pop. Aber wir haben es jetzt selber in unseren musikalischen Verlauf noch nicht so einfließen lassen. Ja, aber wir haben uns durchaus da schon ein paar Videos angeguckt. Das ist aber natürlich, muss ich ehrlicherweise sagen, teilweise auch als Belustigung so ein bisschen. Es ist aber auf jeden Fall interessant. Also wir werden vielleicht da auch mal etwas rumspielen, aber ich möchte das nicht zu sehr versprechen, weil es schon sehr abgefahren ist. Gerade von den Vocals her. So, jetzt hier zu. Ja, ich baue gerade von der anderen Seite auch das Wasser noch zu. Ich bin selbst ein bisschen gespannt, was ihr da baut gerade, muss ich sagen, weil ich es ja immer noch nicht sehe. Ja. Ja, für alle, die jetzt neu dazugeschaltet haben, sorry, dass am Anfang die Tonprobleme und so hat, habt ihr jetzt wahrscheinlich verpasst, jetzt geht's hoffentlich. Heute bauen die drei Jungs hier ein bisschen in Minecraft und ich guck mal, dass ich die Fragen und so mitbekomme. Und das läuft eigentlich ganz gut. Gucken gerade über 500 Leute zu, das ist ganz schön verrückt. Also das sind für uns immer ziemlich verrückte Zahlen. Ja, auf jeden Fall. Dann grüße ich doch direkt auch nochmal die Merle. Und alle anderen auch. Seid genau, alle ist ja wirklich so, man kommt gar nicht hinterher. Nochmal an alle. Auf welche Spiele, die demnächst rauskommen, freuen wir uns, fragt MSV Alchemy. Also ich vor allen Dingen auf Far Cry 4 freue ich mich sehr. Das stimmt. Ich freue mich, glaube ich, am allermeisten jetzt auf The Division. Oder Evolve. Mhm. Die beiden. Ich hoffe, dass ich die nicht zu sehr hype, weil ich mich so mega drauf freue. Aber ich glaube, sie werden geil. Ein bisschen wie bei Destiny, ja, das, ne? Das war irgendwie überhyped. Aber die werden wirklich gut. Bin ich mir ganz sicher. Also bei mir ist es auf jeden Fall auch Far Cry 4. Das wird der absolute Oberwahnsinn. Bin dann auch erstmal ein paar Wochen nicht da. Ja, Hema fragt, wie es meinem Pool geht. Ja, das weiß ich natürlich nicht. Der ist ja immer noch in Amerika. Ich vermisse ihn sehr. Der Pool. Ob wir eigentlich auch Deutschrap hören? Oder ob das eher nicht so unseres ist? Doch, kommt auch vor. Also früher sogar, ich hatte so eine Phase, so eine richtige. Dann bin ich aber wieder ein bisschen davon weggekommen. Aber ich feiere immer noch manche Sachen da wirklich sehr. Ja, ich auch.
Nee, also wir haben ja auch immer mit dem Nike-Paar was gemacht. Und genau, wir machen ja selber immer mal was in die Richtung, das stimmt. Wird sich wahrscheinlich auch wieder fortsetzen. Ja, wenn alles klappt, gibt es da auch noch eine kleine EP, vielleicht noch dieses Jahr, mal gucken. Zusätzlich zu dem Album, das wird aber kein deutscher Pop sein, sondern nur amerikanischer Elektropop, sage ich mal. Guck mal, der Sirius-LP hat auch gerade reingeschnallt und grüßt uns alle. Ach ja, Wir ihn natürlich liebe auch. Grüße. Haben wir auch getroffen an der Gamescom? Ja, sogar jetzt das zweite Jahr in Folge schon. Ja, genau. Ein alter Homie. Damals beim LPTXSL war der auch schon am Start, ne? Sarah742 fragt, könnt ihr mal nach Heidelberg kommen? Machen wir bestimmt irgendwann mal. Ja, ist auch eine schöne Stadt. Ja, ist eine schöne Stadt. Da waren wir früher auch öfter mal. Das war jetzt nicht so weit weg von Frankfurt, da konnte man schon mal hinfahren. Könnt ihr mal nach Karlsruhe oder Baden-Baden kommen? Auch das bestimmt. Karlsruhe bin ich sogar ziemlich oft, da wohnt meine Oma. Dönerfleisch-LP macht mal eine Tour durch Deutschland. Das ist auch geplant. Irgendwann. Nächstes Jahr vielleicht. Nee, die Frage kam, mach du was? Die Frage kam jetzt schon zum dritten Mal. Deswegen, ich muss Facebook, Twitter oder Instagram. Was mögt ihr am meisten? Kommt immer ein bisschen drauf an. Es ist echt schwer, ja. Facebook hat natürlich hier und da irgendwo seine Nachteile. Dadurch, also was ich an Facebook super störend finde, ist einfach, dass wenn man jetzt zum Beispiel beim Circle jetzt zum Beispiel halt was postet, dass halt wirklich nicht alle, die jetzt uns irgendwie geliked haben, quasi darüber dann wirklich informiert werden, sondern dass es nur irgendwie so ein komischer Prozentsatz ist, der das dann wirklich zu Gesicht bekommt. Also das finde ich irgendwie, also Facebook hat viele so Regelungen, die irgendwie nicht so ganz nachzuvollziehen sind. Ja, weil die immer wollen, dass du halt irgendwas bezahlst, damit es dann alle Leute erreicht, und das ist natürlich blöd. Ja, und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, momentan ist es bei mir auf jeden Fall, mit Instagram kenne ich mich noch zu wenig aus, deswegen sage ich, es ist Twitter, aber Twitter verändert sich ja leider gerade auch so ein bisschen Richtung Facebook. Ich hoffe, dass die das nicht übertreiben da, sonst wäre ich auf Dauer doch auch da wahrscheinlich nicht mehr ganz so glücklich. Ja, es ist irgendwie uncool, dass diese sozialen Netzwerke alle jetzt so in die Payment-Richtung gehen nur noch. Also, dass du als jemand, der da seinen Inhalt zur Verfügung stellst, quasi dann zahlen musst, dass der überhaupt verbreitet wird, das nervt natürlich. Ja, ist nicht so cool. So, jetzt, wo wirklich jetzt ganz, ganz viele schreiben, wir sollen mal dahin kommen, mal dahin kommen, mal dahin kommen, jetzt will ich mal gerne wissen, ihr könnt mal bitte jeder alle ganz kurz schreiben, aus welcher Stadt ihr kommt. Also nur die Stadt. Ich will mal gerne wissen, wo hier alle so herkommen. Weil wir sollen alle möglichen Städte grüßen und überall mal hinkommen, jetzt will ich so eine Gesamtübersicht haben. Dann machen wir mit den anderen Fragen erst weiter. Ich muss kurz warten, weil es immer ein bisschen versetzt ist, bis ihr quasi jetzt hier ankommt mit euren Antworten. Da geht's los. Dortmund, Hanau, Würzburg, Hamm, Düsseldorf, Freiburg, Chemnitz, Freiberg, Herdecke, Limburg, Berlin. Das Erste, was ich hier auf Twitter lese, ist Limburg. Könnt ihr mal nach Limburg kommen? Oh, Luxemburg einer, okay. Stuttgart, Hamburg, Freiburg, Göttingen, Straßburg, Würzburg, Tübingen. Boah, das ist ja alles dabei, Leute. Cool. Ganz schön verteilt. Bonn, Bremen, Regensburg, Kitzbühel, Weiselberg, Burg, Entschuldigung. Saalfeld, Wolfsburg, Hannover, Meppen, Tübingen, Oberhausen. Cool. Ja, danke, Leute. Also, es ist ganz schön verteilt. Es freut uns natürlich. So, hier noch eine Frage für dich. Geht ihr gerne auf Festivals? Wenn ja, welche? Boah, ja, also ich bin totaler Festival-Junkie, muss ich sagen. Ich gehe im Sommer gerne auf so viele, wie irgendwie gehen. Mein all-time-langer Liebling war natürlich Rock am Ring. Das ist jetzt ein bisschen schade, weil es wurde ja versetzt, also verlegt, und auch neue Eigentümer, die das nicht mehr so gut machen. Also, beziehungsweise das eigentliche Rock am Ring ist ja immer noch bei Marek Lieberberg, aber jetzt eben da irgendwo bei Gladbach, da weiß man noch nicht, wie es wird. Und da, wo Rock am Ring vorher immer war, ist jetzt dieses Grüne Hölle-Festival. Da weiß man noch nicht, wie es wird, weil es das erste Mal nächstes Jahr ist. Also mal gucken. Sonst gehen wir total gerne aufs Pinkpop-Festival. Das ist ein bisschen unbekannter. Das ist an der holländischen Grenze. Da waren wir auch schon mal. Benny, du warst auch schon mal mit. Domi, du warst auch schon mal mit. Genau. War ziemlich cool. Das ist wirklich sehr, sehr nett da. Und sonst, ich war echt auf vielen. Das Deichbrand-Festival kann man immer sehr empfehlen im Norden. Das ist auch ein sehr, sehr cooles Festival. War schon mal auf Open Flair? Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ja, da war ich auch mal. Das stimmt. Auch in Hessen irgendwo ist das auch, ne? Gewesen, oder? In Eschwege, glaube ich, genau. Ach ja, okay. Ja. Es gibt schon ziemlich, ziemlich coole Festivals. Vielleicht spielen wir ja auch irgendwann mal auf welchen. Mal gucken. Sind wir nicht nur Gäste? Was wir von Destiny halten, fragen jetzt auch ein paar Leute. Ja, das haben wir, wollten wir ja eigentlich Let's Playen, haben es dann angespielt und auch mit Walle ein bisschen so, also nicht aufgenommen, sondern nur mal so überlegt.
und wir finden es alle nicht so super, wie man vorher dachte, weil es ist halt doch, es wiederholt sich halt sehr stark, ne? Es ist halt immer das Gleiche, man muss halt wieder Missionen, die Dinger wegballern. Deswegen wissen wir gar nicht, ob wir wirklich ein Let's Play dazu machen. Es muss nicht unbedingt sein. Vielleicht machen wir eher mal so ein Special, mal so 10 Folgen zusammen oder so, dass wir sowas mal machen. Oh ja, Tomorrowland haben wir natürlich vergessen. Das ist eins der geilsten Festivals, nur da waren wir selber noch nicht. Also die Erfahrung fehlt uns natürlich noch. Ein guter Kollege war da mal. Der hat auch geschwärmt davon. Ich würde auch nicht mehr zurückkommen, wenn ich da mal gewesen wäre. Ja, das stimmt. Ob wir mal auf Wacken waren? Also ich leider noch nicht. Nee, ich auch noch nicht. Aber ich, also gute Freunde von uns sind da jedes Jahr, die sagen, das ist immer, geht immer ziemlich ab. Aber ich kenne auch diese Doku über dieses Dorf da, das ist, glaube ich, ziemlich geil. Eines Tages gucken wir uns das mal an. Wir sollen mal SingStar oder Just Dance spielen, das war irgendwie klar. Partyabend, ja, das dann. Benni, ganz kurz, wollen wir jetzt hier einfach so eine Treppe runter, wo dann die Lava rüberfließt? Was haltet ihr vom iPhone 6? Ich hatte das noch nicht in der Hand, aber Domi, du bist eigentlich der iPhone-Spezialist. Ja, also ich denke, das ist bestimmt ganz nett so, aber die Akkulaufzeit soll ja ziemlich sein, was ich gehört habe. Ging es auf den Punkt, du bist enttäuscht. Ich bin ein bisschen enttäuscht, glaube ich, ja, aber ich habe es halt auch noch nicht in der Hand gehabt, also ich kann jetzt noch keine richtige Meinung dazu äußern, aber ja, mal schauen, sobald ich eine habe, werde ich nochmal kundtun vielleicht. Ich weiß es nicht. Werden sehen. Oktoberfest, ja oder nein? Also dieses Jahr schaffen wir es, glaube ich, nicht, aber prinzipiell ist auch sowas, was man irgendwann, müssen wir eigentlich mal alle zu viert hin. Mal gucken. Ja, eigentlich sollten wir das wirklich mal machen. Das wäre auch eine mega lustige Aktion. Nein, ihr habt mich eingebaut. Bug-User HD sagt, mit welchem YouTuber wollt ihr mal zusammenarbeiten? Wir sind da, glaube ich, irgendwie total offen, kann man mal so sagen. Also wir haben ja schon, wir machen so kleinere Sachen auch mal mit der Joyce oder wir verstehen uns auch privat super gut mit vielen, mit der Kelly zum Beispiel. Die Kelly ist halt eine super liebe, coole Frau irgendwie, die ist so wie ein Kumpel halt, ne? Die Pandoria sowieso von Anfang an, die ist ja sowas wie unsere, die gehört ja zur Familie hier. Also weiß ich gar nicht, wir würden, glaube ich, mit jedem, mit dem wir uns irgendwie einigermaßen gut verstehen und da sind wir echt unkompliziert, eigentlich auch zusammenarbeiten. Also einfach mal gucken, was da so kommt in Zukunft. Es gibt, glaube ich, auch keinen von den anderen Let's Playern so auf YouTube, die ich so gar nicht mag. Also die sind eigentlich alle ziemlich sympathisch. Und also die man halt persönlich noch nicht kennt, kann man ja jetzt eh nicht beurteilen. Also da wir auch genau, die meisten das auf jeden Fall sehr ehrlich sind in ihren Videos, so wie sie sich geben, kann man sich das ja denken, dass sie alle ganz nett sind. Also auch aus anderen Netzwerken, so wo Leute vielleicht meinen, da wäre eine Konkurrenz da oder so, ist eigentlich überhaupt nicht so. Fragen auch die Leute gerade, ob wir umgespielt kennen, weil der hat letztens ja Musik von uns benutzt. Ihr habt den doch kennengelernt auf der Gamescom, genau, da haben wir mal ein bisschen der war gequatscht. Doch super. Aber den kennen wir zum Beispiel jetzt nicht so wirklich gut, haben halt noch keine Projekte zusammen gehabt und so. Aber das kann ja noch werden, mal schauen. Genau. Mal sehen. Ja, auch kommt mal zum Wutzrock, sagt die Nina. Nina, du musst uns unbedingt erklären, was der Wutzrock ist. Und wo. Und wo. Ich habe das noch nie gehört und finde es gerade mega geil. Was haltet ihr von PewDiePie? Ja, macht auf jeden Fall cool, Let's Play. Also, muss man schon sagen. Ja, von Anfang an eigentlich, ne? Ja, also. Ja, ist halt echt krass, was bei ihm quasi alles zu allem gekommen ist. Ist ja auch alles... ja, sehr abgefahren jetzt bei Disney und so, läuft es ja auch alles ein bisschen anders. Auch sehr mutig, das mit der Kommentarfunktion, was er da gemacht hat. Hab jetzt gar nicht verfolgt, ob er es immer noch macht. Genau, ja, aber ich glaube, sie sind immer noch aus. Finde ich schon echt einen krassen Schritt. Also er ist da natürlich irgendwie Pionier und finde ich auch immer ganz cool, dass er dann so gewisse Sachen dann halt eben doch einfach nicht mit sich machen lässt, wenn sie ihm gegen den Strich gehen, trotz einer gewissen Größe. Aktiver auf Twitter, ne? Also es ist nicht so, dass er da einfach keinen Bock mehr drauf hat, mit den Leuten zu reden, nur... Er will halt nicht mehr diese ganzen Spastis dazwischen haben, die einfach nur rumflamen. Ich habe auch letztens so ein Interview mit so einem richtigen Troll gelesen. Das war so ein Opa, der den ganzen Tag irgendwie, weiß ich nicht, 14 Stunden am Tag vorm Rechner sitzt und das Internet zuflamet, ja, und sich dann daran aufgeilt. Also die ist gestört. Ja. Und so Leute gibt's halt mittlerweile immer mehr. Und wenn man dann zu groß wird und zu viel Aufmerksamkeit hat, so wie der PewDiePie, dann kann man das auch nicht mehr kontrollieren. Und bevor dann da auch, ich meine, der macht das, aber dann, das ist nicht, weil ihn das jetzt selbst so vielleicht persönlich angreift oder so, oder ihm das jetzt jucken würde, aber da werden halt auch andere User in den Kommentaren gemobbt und so weiter. Ne? Und Benni, kannst du dich ein ganz bisschen lauter machen? Ein paar? Ja, kann ich machen.
Und ja, ich glaube, darauf hatte er so keinen Bock mehr. Dass die Leute auch untereinander nicht mit, ja. Also richtig miteinander umgehen. Wenn es nur gegen ihn wäre, dann könnte er ja einfach nicht mehr reingucken. Ne? Aber ihm passt das halt nicht, dass generell so viel Schrott dann unter seinen Videos oder auf seinem Channel steht. Und man wird ja dann auch irgendwie immer damit in Verbindung gebracht. Bisschen schade, finde ich auch, die Entwicklung. Aber es gehört auf der anderen Seite, glaube ich, auch einfach dazu. Ne? Also so dadurch, ja, dass es jetzt auch halt so viel digitale Welt und Anonymität und überall, das gab es halt vor 10 Jahren so nicht in dem Umfang. Dann ist es, glaube ich, normal, dass es halt sich auch so entwickelt, dass es eben Leute gibt, die dann rumflamen und irgendwie sowas halt damit sich die Zeit vertreiben. Das, ja, gehört halt dazu. Ich weiß gar nicht. Ist halt so. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist deine Stimme perfekt, wenn die schreiben alle. Sehr gut. Können halt bisher auf jeden Fall auch noch glücklich sein, dass wir bisher noch nicht so viele davon haben, von diesen Hatern, von den Besagten, die wir eben gesprochen haben, oder Mittis, wie es so schön seit dem letzten Livestream heißen, oder vorletzten schon, finde ich eigentlich echt ein cooler Begriff dafür. Ist halt echt nicht beleidigend und trifft es trotzdem. Mm, genau. Ach ja, das gehört wie gesagt einfach dazu. Woher wir die Pandoria kennen? Ja, über Playmassive halt hauptsächlich haben wir die kennengelernt und dann haben wir ziemlich schnell schon angefangen, GTA zusammen zu spielen, weil sich das irgendwie so ergeben hatte und dann, ja, haben wir halt jetzt ein halbes Jahr zusammen GTA gespielt und waren auch privat jetzt natürlich oft weg und in Amerika zusammen und dann mittlerweile ist die ja in der Crew hier. Erstmal schöne Grüße zurück an die Circle WhatsApp, Circle liebe WhatsApp-Gruppe, das steht schon mal fest. Dann hier gibt's die Auflösung zum Wutzrock, Leute. Passt auf. Also okay, der Sören schreibt erstmal Wutzrock, das ist da, wo die Nina betrunken nachts um 1 in die Elbe springt. Und die Nina hat sich dann aber doch bereit erklärt, das so richtig aufzuklären. Wutzrock ist ein Festival in Hamburg. Also in Hamburg ist es. Und das Lustige daran ist, passt auf, es ist einfach kostenlos. Man kann da wirklich einfach hingehen, wie man möchte. Ist direkt an der Elbe. Nein! Und scheint mega schön und chillig zu sein. Also vielleicht sollten wir das auch mal... Boah, der Domi brennt hier so krass weg. Ja, ich habe ja dummerweise... Nee, ist gerade ein Fehler unterlaufen mit Wasser. Aber klingt cool. Wir wollten ja eh mal nach Hamburg irgendwann. Da waren wir auch noch nie zu viert. Ja, hört sich echt cool an, Wurzrock, muss ich jetzt auch sagen. Vielleicht packen wir den Sören und die Nina und alle die anderen, die sich sonst noch in Hamburg finden, dann einfach mit ein und finden uns alle mal im Wurzrock ein. Das wäre auch eine ganz lustige Aktion. So, ganz schön viele Leute fragen mittlerweile, was wir für Handys haben. Ich weiß gar nicht, was... ob das so interessant ist. Also man muss ja auch bei Handys vorsichtig sein. Im Kollegen, die da zu viel Werbung für gemacht haben, wurden ja hart bestraft. Also wenn wir jetzt Marken nennen, die sind nicht bezahlt. Ich habe ein Sony Ericsson, aber ein ziemlich altes schon. Wie heißen die? Xperia oder so, wo man coole Fotos mitmachen kann. Ja, ich habe ein Samsung. Geht? Ja, ich habe noch ein altes iPhone 4. Überleg mir, das neue zu holen, aber ich weiß es noch nicht. Muss es auch. Du wirst enttäuscht sein. Ich weiß aber auch nicht, was ich mir sonst holen sollte. Die Kamera ist halt gut, ne? Das gefällt mir. Und es wäre nicht so ein krasser Umstieg, jetzt beim gleichen Hersteller zu bleiben. Also unabhängig davon, welcher das ist. Ja, das stimmt. Und ja, ich muss es einfach mal anfassen. Aber wenn es mir gefällt, dann muss ich es zuschlagen. Ich glaube. So wird es sein. Ich habe gerade ein iPhone und bin damit eigentlich bisher zufrieden. Also halt ein 5er, ne? Also kein, nicht das Neue. Kato fragt immer, ob was wir vom Blumenkohl halten. Blumenkohl mögen wir sehr. Ja, Blumenkohl ist lecker. Er ist wirklich lecker. Hier, die Julia Rahme schreibt gerade, dass wir ihren Hund hypnotisiert haben. Der ist wohl kurz am Laptop vorbei, hat mal kurz in den Stream geguckt und seitdem kann er nicht mehr anders als den Stream gucken. Finde ich auch sehr, sehr amüsant. Und die Farben in den Chatnamen wahrscheinlich. Ja, da ich denkt weiß der Hund sich wahr. Also, ach du Scheiße, die Alchemisten, ich verpasse hier voll was. Ina911 fragt, seid ihr am Freitag bei LPT? Es könnte sein, dass wir nächsten Freitag da sind. Mal gucken. Wir haben ja immer noch den Creeper. Wir dachten ja, der wäre schon wieder im Studio, aber irgendwie war der dann doch noch beim Domi in so einem Koffer. Und deswegen müssen wir den natürlich. Da ja, den müssen wir natürlich noch nach Hause bringen. Mal gucken. Könnte ein lustiger Freitag werden. Ja, auf jeden Fall wird es lustig. Was haltet ihr von FIFA 15? Habe ich noch gar nicht gezockt, aber ich freue mich sehr drauf. Das werden wir auch mal spielen. Gegeneinander natürlich. Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich sogar, also weiß ich nicht, vielleicht zocken wir es sogar mal mit Sarazan. Der war gestern hier, haben wir uns kurz drüber unterhalten. Genau. Vielleicht machen wir irgendwann mal so ein FIFA-Special. Also ist jetzt noch nichts Versprochenes.
Aber es wäre ein cooler Gag, glaube ich. So, vielleicht sollten wir doch noch mal ganz kurz erklären, was wir hier eigentlich bauen, weil ein paar Leute haben doch noch mal später eingeschaltet. Ja, kann ich ja kurz noch mal erklären. Also, wir haben ja einen riesigen Raum, den die Jungs ausgehöhlt haben mit viel Lava. Ist noch ein bisschen chaotisch, aber so grob von der Größe sollte das werden. Und wir verbinden das jetzt mit der Schmiede, die wir schon über der Erde haben, und machen quasi hier eine Riesenschmiedeanlage draus. Und das ist aber mehr so die geheime Schmiede hier unten, und oben ist quasi die offizielle, denn die Orks machen im Geheimen noch mehr Waffen, als jetzt auf den ersten Blick sichtbar ist. Und ja, das ist so der Plan. Eine riesige Schmiede und vielleicht auch noch so ein paar Tunnelanlagen dann, je nachdem wie weit wir kommen, Gefängnisse und so weiter, denn in den Minen, da arbeiten natürlich auch Sklaven. Ja, und wir sind gerade hier am Durchbruch machen. Ey, das ist wirklich der krasseste Lava-Fall, den ich jemals gesehen habe hier. Ich will es jetzt auch so breit, ey, Flo, du wirst ausrasten. Halt jetzt irgendwie, wir wollen das ja nicht über die Treppen runterleiten, ne, sondern geradeaus durch quasi. Oh, da bin ich jetzt rausgekommen. Oder wie wollen wir das am besten machen? Dann müssen wir es auch wieder verengen, ne? Bitte? Nee, wir sprengen uns jetzt hier einfach durch. Was haltet ihr von Fanseiten auf Instagram? Da sind echt lustige dabei, muss man mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, wir hatten Instagram ja erst sehr spät, deswegen gab es dann schon ziemlich viele von euch und manche feiern wir schon sehr. Ja, die Lulu liebt Mafuyo hat das gerade geschrieben. Okay. Und da gibt es wirklich sehr, sehr lustige Fanseiten. Also man deckt da auch immer wieder Bilder und Memes und sonstiges. Ich habe da schon stundenlang lachend davor gesessen. Gibt es auch wirklich, vor allen Dingen oft sind es ja dann Fotos, die wir gepostet haben, die dann irgendwie bearbeitet werden oder mit irgendwelchen Texten dann überlegt werden. Sehr, 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 sehr lustige Sachen habe ich da schon entdeckt. Ihr sollt mehr TNT benutzen, lese ich hier die ganze Zeit. Ich sehe es ja nicht. Ah ne, jetzt hier, Sprengmeister Benny am Werke. Sehr gut. Hier. Jörn, bei uns ist gerade sogar, glaube ich, das Wetter ganz okay. Also hier regnet es gerade nicht. Ja, aber schön ist es jetzt auch nicht. Ey, schön ist es nicht. Grau. Aber gut, ich meine, ich bin ja eh noch erkältet, ich bleibe heute eh zu Hause. Lackerkipp, was ist eigentlich mit dem Wackelpudding für Dennis? Ja, das wissen wir selber auch nicht. Wir organisieren ja die LPT-Sendung nicht, die freitags läuft. Da wurde er ja eingeladen. Vielleicht kommt es noch, die Wackelpudding-Nummer. Dennis von Schnitte macht sich gerade lustig. Ihr steht vor dem Durchbruch, Fragezeichen, weil wir das gerade gesagt haben. Ach so. In Minecraft, Freunde. Ja, ja. Und Blackforge fragt die ganze Zeit, könnt ihr Skifahren? Also ich bin in meinem Leben nur einmal Skifahren gewesen, in irgendwann der 11. Klasse oder so. Da hat unser Lehrer so gemeint, wir brauchen keinen Skilehrer, er zeigt uns das. Sind wir mit 20 Leuten auf so eine rote Piste hoch und alle mal losgefahren und am nächsten Tag lag die Hälfte irgendwie in der Intensivstation. Ich hatte auch im linken Arm eine Sehne angerissen. Oh. Also das war meine Skifahrerfahrung, seitdem war ich nicht nochmal, nur Snowboarden war ich nochmal. Das hat er von mir erzählt, deswegen bin ich auch nie auf Ski gestiegen. Nee, das ist nicht meine Sache. Ich habe das auch eher als Kind gemacht, später dann nicht mehr so. Aber mir macht Spaß. Also ich finde nur nicht so die Zeit und fahre dann lieber in den Sommerurlaub als Skifahren. Und man kann ja auch nicht immer alles machen. Ja, man muss nämlich dazu sagen, es ist auch meistens relativ teuer, so einen Winterurlaub zu machen. Mit Skipass, allem drum und dran. Es ist dann eben doch nicht immer so günstig, wie man es vielleicht dann auch gerne mal hätte. Boah, da bin ich voll in die TNT-Kiste gelaufen. Irgendwie... Ist es schwer, diesen Raum zu finden? Unsere Lieblingsmannschaft beim Fußball fragen auch viele. Also beim Tommy ist es ja klar. Tommy ist ein alter Bayern-Fan und wir anderen sind ein bisschen neutraler. Also wir sind dann, wenn es darum geht, eher für Dortmund als für Bayern. Aber ich bin jetzt nicht von einer Mannschaft Liga-Fan. Ist natürlich schon cool in Köln, dass der FC wieder aufgestiegen ist, weil man merkt, dass immer, wenn der FC spielt, die ganze Stadt hier feiert. Macht natürlich Spaß. Guck mal, die Lulu liebt mal früher, hat jetzt auch gerade spontan ein wunderschönes Bild gezeichnet. Ich retweete das gerade einfach mal, dann könnt ihr euch das alle mal schön angucken. Benny, mega cool, Grüße auf jeden an Fall dich von der Jungen Kim. Zurück. Wie findet ihr Gronkh? Fragt Hase. Das ist mal eine gute Frage. Ja, den Gronkh, also den kennen wir ja jetzt schon 1,5 Jahre ungefähr, bisschen länger sogar schon. Und wie soll man denn den Gronkh finden? Also jeder, der den Gronkh nicht total nett und so findet, hat ja irgendwie eine verstörte Wahrnehmung, weil der ist halt einfach so Enten halt. Das ist ja so der Papa-Bär so ein bisschen, der Gronkh. Der ist halt einfach ein lieber Kerl, der sich irgendwie wirklich so um einen irgendwie auch kümmert und wirklich Bock auf einen hat, so, keine Ahnung. Den Gronkh kann man nur gut finden. Also wenn man den Gronkh kennt, dann muss man ihn gut finden, behaupte ich. Ja, das kann ich unterstreichen. Ja, Dito. Also wir verstehen uns super und
finden auch seine Let's Plays super. Amerika also war halt auch super. Gönn ihm seinen Erfolg voll und ganz. Der macht das ja richtig klasse, richtig witzig. Da ich beneide ihn auch um seine Wortgewandtheit und diese spontanen Witzchen, die er immer so macht. Ja, was der wirklich gut kann, jetzt wir schleimen hier gerade voll den Kronk zu, aber was wirklich, was ich von Anfang an richtig geil fand, ist, dass der so krass und improvisieren seine Stimme kann, verstellen, ne? Der sagt immer, genau, und der sagt immer so, also ich bin kein Musiker drin und so, aber der kann halt, wenn du irgendeinen Beat laufen lässt, kann der direkt irgendeinen Text da drauf improvisieren mit einer coolen Stimme, der sich auch noch reimt. Also, da hat er echt ein Talent. Bin nur ich auf was, Kronk. Benni, du wirst bei TTT vermisst. Wir müssen uns da wohl in Zukunft mal abwechseln. Ja, oder zusammen mitmachen. Kriegt man bestimmt irgendwie hin. Ja, oder das können wir auch machen, ja. Ja. Oder wir machen echt mal TTT zu fünf in einem Livestream. Community, das eigentlich auch mal lustig, auch krass. Mit Community, genau. Auch eine sehr abgefahrene Frage, die habe ich wohl vorhin überlesen, vor 10 Minuten schon. Wie findet ihr WWE? Also World Wrestling Dingsbums, glaube ich. Ja. Mein Bruder feiert das immer voll. Da habe ich jetzt auch manchmal schon geguckt. Also ja, länger nicht mehr, ne? Ja, genau, schon länger nicht mehr. Sport oder ich das persönlich Spiel frag mich immer, ja? Es stand wirklich nur, wie findet ihr WWE? Ich kann jetzt nicht sagen, ob sie wirklich das Spiel meinte oder den Sport. Ich glaube, das ist also so, wie sie, also alles auch groß geschrieben ist, muss eigentlich. Also wenn es um den Sport geht, ich bin noch nie so richtig verstanden, ob das jetzt dann alles abgesprochen ist oder nicht. Ich bin mir da unsicher. Ich weiß nicht mal, wie das läuft halt. Aber ich frag mal nach. Mir so vor, als wäre das halt so abgesprochen vorher, wer da jetzt gewinnt. Und dann kämpfen die halt. Weil die hauen sich da ja auch nicht wirklich überein, glaube ich. Nee, nicht so wirklich. Nee, also das ist schon alles gefaked. Ich glaube, so viel deswegen, kann man schon. Da muss ja eigentlich vorher auch feststehen, wer jetzt quasi dann gewinnt und so. Das ist dann alles irgendwie inszeniert. So. Vielleicht dann auch spannend zu halten. Direkt auf der Wunde rumgedrückt wird, dass die Bayern und Dortmund gestern beide nicht so gut gespielt haben. Das stimmt, ja. Beinahe reißt ihn ihnen. Wie findet ihr Under the Dome? Ich fand die erste Staffel ganz cool, die zweite jetzt nicht mehr so toll. Die zweite habe ich noch gar nicht gesehen. Gucken. Buch war irgendwie besser. Hm. Ja, musst du nicht gucken. Ja, die erste wurde gegen Ende aber auch nicht mehr so gut. Habt ihr Ja, das stimmt. Ob wir Geschwister haben, wird hier noch gefragt. Ja, haben wir alle. Also ich habe einen Bruder und eine Schwester. Ich habe zwei Schwestern. Ich habe zwei Schwestern und einen Bruder. Und ich habe einen Bruder. Ja, und ich habe auch einen Bruder. Ja. Wir sind also gut, ein gutes Geschwisterteam alle zusammen. Kriegen den Bus voll. Die Wanne 2426 fragt gerade, erschreckt ihr euch viel bei Horror Games? Ich glaube, da kann ich dir nur empfehlen, mal die Damn-Folge vom Domi dir reinzufahren, die jetzt heute Abend kommen wird. Ich glaube, das spricht Bände. Der Domi hatte echt den Horrortrip seines Lebens. Ja, das war wirklich hart. Ach ja, aber es war schön. Da hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ah, hier auch eine gute Frage. Was haltet ihr von Tattoos und Piercings? Insbesondere Fan-Tattoos. Und habt ihr selbst welche? Nein, das brauchen wir. Wer macht die Steine weg? Was? Sorry. Von uns hat nur der Domi ein Tattoo. Ja. Ja, genau. Ich hab aber wir sind eigentlich alle schon, wie soll man sagen, Fans. Also wir haben sehr viele tätowierte Freunde so im Freundeskreis. Ich habe mich selber nur noch nicht getraut. Vielleicht kommt es irgendwann noch. Und Fan-Tattoos ist ein schwieriges Thema, weil natürlich in dem Moment, wo du siehst, dass jemand sich die Glyphe oder so tätowiert hat, feierst du das natürlich persönlich total. Aber es ist halt auch schwierig, weil wir jetzt auf gar keinen Fall irgendwen anstiften oder auffordern wollen, sich sowas mal zu machen. Also ihr müsst das im Gotteswillen nicht machen, um uns irgendwie zu zeigen, dass ihr das cool findet. Das muss jeder selber entscheiden, aber gibt natürlich, also auch unabhängig davon natürlich, es gibt ja richtige Tattoo-Kunstwerke. Es ist ja schon eine eigene Kunstszene quasi. Manche Leute benutzen ja ihren Körper richtig so als Ausstellungsobjekt. Da hat sich schon ganz schön was entwickelt. Ich weiß noch, in den 90ern, da gab es nur die Arschgeweihe. Ja. Jetzt ist es voll die Kunst. Komm, jetzt schreibt mal bitte alle auf Twitter, wo ihr glaubt, wo der Domi sein Tattoo hat. Das ja, stimmt. Und beim Twitch auch. Wir machen mal eine Fragesession, wo hat der Domi sein Tattoo? Was für ein Tattoo? Ihr habt den Domi ja alle schon gesehen und so auf den ersten Blick sieht man ja keins, wenn ihr euch erinnert. Ich bin so gespannt, was jetzt kommt. Bin ich echt aufgespannt. Ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen.
hoffentlich als erstes so die rechte oder die linke Arschbacke. Ich bin schon da rum. Rücken, Schulter, Arm, Schulter, rechte Pobacke am Rücken, Schlamm. Was ist denn der Schlamm? Am Ohr, Rücken, Unterarm, Oberarm, ja, Fuß, ist, Schulter, ist am Arsch, ein Einhorn, Stirn, Schulterblatt, am Arsch, am Arsch, am Arsch, Brust, 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 Rücken, Schulter, Oberarm, Nase, Nase, oh, Innenseite. Benni, das hatte ich extra zugebaut hier, damit der Gang noch offen bleibt. Kniekehle, Schulter, Brust. Jetzt gibt's keinen Gang mehr. Jetzt Arschgeweih, genau, der Domi. Ja, ganz genau, wir lösen es an dieser Stelle auf. Ich habe einen Arschgeweih. Ein riesengroßes. Ein riesengroßes, geht hoch bis zu den Schulterblättern. Ein Schmetterling. Unterm Sack. Ach, wer, da kann man sich doch nicht tätowieren lassen. Alter. Wer stellt sich denn sowas vor? Der Ebulon. Der Ebulon. Ja, was für ein verrückter Vorschlag vom Ebulon da. Und ihr könnt ja bis zur nächsten Folge auch nochmal darüber rätseln, wo der Domi sein Tattoo hat. Und beim nächsten Mal seht ihr dann, wie weit wir es noch geschafft haben hier im Livestream. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Tschüss.